Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu einer neuen Folge Are You The One? Reality Stars in Love, und zwar Folge 7 und 8. Mama, Papa, ich schwör's, ich freue mich, euch schon wieder zu sehen. Ihr müsst wissen, momentan wegen des Wetters und auch noch ein paar andere Gründe, ist mein Kreislauf nicht so stabil. Also ich konnte mich jetzt auch nicht so schön fertig machen wie sonst. Ihr seht, meine Haare sehen aus wie... Hör mir auf. So sind die Natur und... So ist es. Macht die Augen zu, wenn ihr es nicht ertragen könnt. Was ist letzte Woche passiert? Hier ist jetzt die Matchingbox-Entscheidung quasi. Die steht noch aus. Selina und Lukas sind in der Matchingbox und es entscheidet sich jetzt, ob sie ein Match sind oder eben nicht. Ne? Dann wollen wir mal. Genau, da starten wir auch wieder rein. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das sehr gern auf RTL Plus. Ich würde sagen, stoppt rein. Oh Mann, ey! Langweilig heute. No match. Aber küssen war gut. Wie küssen war gut? Ich meine, du hast den Herpes mitgenommen, aber so gut fandest du es dann trotzdem noch? Okay. Schon wieder kein Perfect Match. Schon wieder kein Schritt weiter. Krass, ey. Wenn das so weitergeht, dann werden wir schlechter als die von letztes Jahr, die Staffel, hundertprozentig. Ja, das ist schwer, aber machbar. Gehen wir mal trocken. Vorüber. Ach Mann, du hast doch schon wieder keinen Bock. Und das Ding ist, wenn man merkt, der andere hat keinen Bock, hat man halt auch keinen Bock mehr, ne? Denkt sich direkt, ja gut, dann lassen wir es. Ja, wo drauf? Keine Ahnung, was jetzt wieder Unnötiges kommt. Hallo, rede anständig. Ich meine, ich habe noch mal mit Martin geredet und ich wollte halt nur noch mal gucken, wo stehen wir jetzt so? Ich will hier jetzt auch wirklich nicht zweigleisig fahren. Also ich möchte da schon mit beiden dann sehr offen kommunizieren. Sehr löblich. Sehr löblich, Anna. Und ja, das muss ich dann halt klarstellen. Und ja. Ha! Martin ist halt, da ist halt nicht nur, dass ich jetzt denke, er ist ein Perfect Match und fertig, sondern da ist halt noch mal so, er interessiert mich halt so auch. Mhm. Ah, okay. Sie will wohl doch lieber den Martin. Hauptsache Anfangsbuchstabe M. Die will mich hart. Teste das aus, ich teste das aus. Lass uns 3-4 Tage gucken, boah, ist das wirklich was, so was sich besser anfühlt? Und dann gehen wir halt diesen Weg so. Umso besser, dass die das jetzt auch angesprochen hat, so kann ich das Ganze mit den anderen Ladies intensivieren. Welche anderen Ladies? Ach so. Naja, ein paar wollen ihn ja, ne? Was ich machen darf, darf er natürlich auch machen. Und dann schauen wir einfach mal. Ah, jetzt geht's mir besser. Okay, also eigentlich haben sie jetzt Schluss gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Oder führen sie jetzt einfach eine offene Beziehung? Wir können doch offen miteinander reden. Ja, das finde ich auch cool. Aber gibst du mir trotzdem jetzt einen Abschluss? Ja. Schmatzer. Aber nicht schön. Abschlussschmatzer, das klingt wie it's over. Ja gut, warum denn nicht? Abwarten, ob sich Anna tatsächlich so wohler fühlt bei einem anderen. Das wage ich zu bezweifeln. Wir werden sehen. Ah, so denkt er. Der denkt, die kommt eh wieder angekrochen, weil ich bin der Geilste hier. Ach so. Also, ich fasse mal zusammen. So, und jetzt starten wir hier in eine absolute Action rein. Calvin erklärt uns nochmal, was denn hier überhaupt genauestens passiert ist. Ey, schnallt euch an, das ist heftig. Cecilia hatte damit ein Problem, dass die Ricarda zu ihr sagte, boah, nee, ich will den nicht. Und denkst du, wenn ich hier raus, dann will ich ihn. Und dann die ganze Zeit, um mich zu provozieren, das ist doch krank. Das habe ich einen kurzen Einwand. Cecilia hat ja genauso gesagt, dass sie absolut keinen Bock mehr hat auf Mo und ist am nächsten Tag wieder zu dem hin. Also da geben sie sich beide nichts in meinen Augen. Weder Ricarda noch Cecilia. Dann aber zu Mo hingegangen ist und ihm gesagt hat, du bist meine Nummer 1. Und dann am selben Abend liegt die Ricarda bei Martin. Mit dieses Schleudern, ganz ehrlich, dieses mit den, mit den Runterholen. Ja, ne, wo die Aktion, ne? Dass sie das gemacht hat, ganz ehrlich, ey, ist doch nicht schlimm, lebt dein Leben. Aber was sie für mich zeigt, dass sie die größte Lügnerin untreu ist, zeigt, dass sie sagt... Untreu? Calvins Einwände sind auf jeden Fall sehr berechtigt in dieser Diskussion. Ich habe nur so meinen Finger abgeleckt und seinen Bauch gestreichelt. Ja. Die hat ihren Finger abgeleckt und dann ihren Bauch streicheln. Aber wenn du den Finger ableckst, will man dann wirklich... Also da würde ich doch an eine andere Richtung denken, wo sie da mal an die Pforten klopft, oder? Jeder hat einen Arsch, oder? Und das hat der Cecilia alles nicht so gepasst. So, das fand die Charakter schwach. Warte doch mal, wohin gehst du jetzt? Ja, dahin, zu dritt. Was hat jetzt?
Fight. Was ich nicht so ganz checke, ist, warum macht Cecilia jetzt so einen Film auf? Ich meine, es ist doch nicht ihre Angelegenheit. Sie kann doch komplett einen Fick drauf geben. Warum macht sie das jetzt so krass zu ihrem Problem? Und mischt sich da so hart ein? Also warum? Naja, wir gucken mal, warum. So, wir reden jetzt safe zu dritt. Zu dritt jetzt? Genau. Ja, du erzählst jetzt genau, was du mir gesagt hast. Warum? Irgendwie ein bisschen hat sie recht, oder? Hör auf, hier ein Spielchen zu spielen, das weiß hier jeder. Was, so, erzähl jetzt bitte, was du gesagt was hast. Was für Spielchen? Erzähl. Cecilia? Ich habe keine Lust, dass du meinen Namen schlecht erzählst. Du bist diejenige. Sie hat dir gar nichts erzählt. Komm mal, aber hey, Mo hat doch schon gesagt, sie hat nichts erzählt. Das reicht der Cecilia nicht. Sie glaubt doch, was sie will. Hast du nicht mir in die Augen gesagt, ich will den nicht, ich will den gar nicht, ich will nur ficken mit denen? Boah, jetzt sehe ich das meiner Mutter oder sie sieht das, ne? Ehrlich, die dreht hier durch. Also, das findest du jetzt schlimm, wenn deine Mutter das sehen würde? Und dein anderes Verhalten, das ist okay, ne? Okay. Hey! Hey! Schreist du mich an? Keiner! Schreist du mich an? Pass mal auf, wie bist du gar nicht hingekommen? Schreist du mich an? Ach du Scheiße, also ich sag euch ernst, mit Cecilia würde ich mich nicht anlegen. Ey, Mädels, bleib mal ein bisschen ruhig, wie so zwei Hyänen. So, keine Ahnung. Hey, ich hab das dich gefragt. Hast du mich gerade angeschrieben? Frage dich! Hast du mich angeschrieben? Ich frage dich! Krass, ich glaube, die reden sowas voneinander vorbei. Wenn Cecilia einmal auf 180 ist, dann ist da kein Durchdringen mehr. Das habe ich zumindest so empfunden in den letzten Formaten, wo sie mitgemacht hat. Ich hab keine Ahnung. Aber du bist der Tollste, weil ich bin, ich schleude erst mal und sag dann aber, nein, ich hab nur deinen Bauch gestreichelt. Du hast gesagt, ich, wenn ich hier raus bin, ich hab so viele Männer, mich braucht den nicht mal. Also lauer keine Scheiße. Einfach komplett weggeplättet. Ja, die Frau, die geht über Leichen. Die geht über Leichen. Wenn die was will mit ihrem Mann, dann geht die über Leichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so produktiv ist, dass die sich jetzt noch mehr reinschaukeln, die drei Jungs vor Ricarda. Die tut mir halt auch ein bisschen leid. Die hat echt viel einstecken müssen die letzten Tage. Ja, sie ist nicht korrekt und macht komische Dinge, aber es ist schon eine kleine Mobbing-Dynamik, die sich hier... Das Wort fehlt mir, aber ihr wisst doch, was ich meine. Ich bin nicht dumm. Ich war auf dem Gymnasium. Die ist einfach nur abgefuckt, weil ich jetzt wieder mit dir rede. Wenn ich nicht mit dir geredet hätte, dann wäre die nicht abgefuckt. Ja, da hat sie recht. Das hättest du dich von Anfang an jetzt für immer ferngehalten, weil das war ja dein Wort, Ricarda, was du gesagt hast. Genau wie es Cecilias Wort war, dass sie gesagt hat, sie hat absolut keinen Bock mehr auf diesen Kindergarten mit Mo. Hängt die trotzdem ab und zu mit dem rum? Na klar, weil das ist ja nicht dasselbe. Da bin ich schon wieder am Überlegen, heute einfach nur wieder im Wohnzimmer zu pennen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber was soll ich machen? Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Penn im Wohnzimmer, Jung. Das ist mein Rat. Mama, Papa, ich schwör's dir. Ich freue mich, euch schon wieder zu sehen. Mama, Papa, ich schwör's dir. Alles klar. Warte ab, wenn wir uns wiedersehen. Ich war so, wie ich bin. Ich bin ein geradliniger Mensch. Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Zu jedem einzelnen. Wir gucken jetzt mal, was geht eigentlich bei Franzi. Die sieht man wirklich viel zu wenig hier. Ich habe das Gefühl, so ihr Männer hier, ihr seht alle so, dass ich so einen Heiligenschein irgendwie so habe. Ja, ne? du hast hier einen Heiligenschein aktuell auch. Aber das ist gar nicht schlimm, weil da denkst du so... Da denkst du, die kannst du heiraten. Da würde ich vielleicht auch ein Kind mal reinspritzen ohne Gummi. So wertig scheint die mir wirklich zu sein mit ihrem Heiligenschein. Da denkst du dir da. Das ist was Besonderes. Okay, das finde ich gut. Franzi ist schwerer zu knacken wie die anderen. Aber nicht unknackbar. Auf gar keinen Fall. Das hat er doch schon mal gesagt. Zwei Tage, Digga, länger und dann sag ich dir, wie das, Digga. Voila, ich schwöre. Was ich nicht verstehe, wozu will er sie denn knacken? Um sie einmal flach zu legen oder um wirklich da vielleicht was zu starten? Weil du machst dich, ich will ja nicht sagen teurer oder wertvoller oder so, aber... Einfach dieses Aber. Einfach Punkt. Ganz neuer Satz wird da begonnen, Calvin. Weil wenn du das sagst, ist dein Aber, kannst du dir ins Popoloch schieben. Was sollen wir damit machen? Wenn du sagst, ich will ja nicht sagen teurer oder wertvoller oder so, aber dann implizierst du genau das, dass eine Frau mit Heiligenschein für dich teurer oder wertvoller ist. Man weiß halt, besonderer vielleicht so. Das ist halt, da denkst du halt so, ey, kannst du nicht so einfach mal so... Nö. Kannst du mal nicht so wegrattern, so, weißt du? Siehst du? Ja, aber das ist auch gut. Das ist traurig. Besonderer. Heißt, bei anderen Frauen, die sind eben nicht so besonders. Die kannst du einfach mal wegflanken, ohne Rücksicht auf Verluste. Also bitte einfach mal dir selbst zuhören, Calvin. Ey, dafür habe ich heute keine Nerven übrig, das sage ich euch für so einen Quatsch. Ja, da muss man ein bisschen mich beeindrucken und kämpfen. Bei den anderen nicht, weil bei denen ist es kackegal, die nehmen ja jeden.
Nee. Ja, ne? Guck, genau. Da könnte was gehen so. Da muss man aber Zeit, viel Zeit investieren, ne? Und ich bin halt ein sehr schwer beschäftigter Typ hier in der Villa. Aber du wolltest doch die große Liebe da finden. Dann investier doch mal ein bisschen von deiner wertvollen Zeit da. Er will sie, glaube ich, nicht mehr finden. Ich glaube, er hat sein Mindset geändert. Was siehst du als unanständig an? Unanständig ist das, sage ich mal, mit 1000 Typen zu schlafen, finde ich auch nicht. Ich dachte, der meint jetzt irgendwas Sexuelles. Und sie so mit 1000 Typen schlafen, finde ich ganz schön unanständig. Die sitzt da gegenüber einem, der schon mit 1000 Frauen geschlafen hat. Das ist ihr schon bewusst, oder? Nö, ist genau. Ja, aber ich hätte dich auch als anständig so eingeschätzt, so. Ja. Ja, ehrlich, weil machst du mal den Eindruck? Mal wieder mal mit Tiefgang, wie gesagt, ne, das ist ja das, was ich auch so ein bisschen, wonach ich auf der Suche bin. Aha, jetzt doch wieder. Also Kevin, entscheid dich bitte. Wenn du so eine haben willst, so eine wertige, ja, so eine mit Heiligenschein, die das unanständig findet, wenn du mal mit 1000 Männern bummst, dann musst du halt auch mal die Zeit investieren, weil so eine, die kriegst du nicht einfach so. Ach so, ja, okay. Aber ich find's so traurig, dass selbst ich so rede. Ich hoffe, ihr wisst, das ist alles... Ich bin auch schockiert über solche Aussagen. Wünsche ich so niemandem. Ich habe einen gewissen Wert, sage ich mal, für mich so. Und kommt halt nicht jeder dran, ne? Aber was heißt das denn? Also, wer kommt da nicht dran? Andere Frauen, andere Männer? Was labert die? Aber wer weiß, ne? Nein, Spaß. Hallo? Also vor allem nicht Kevin, come on. Der mit 1000 Weibern gebumst hat, ich glaube nicht. Ich habe ihn immer so ein bisschen falsch eingeschätzt, aber er ist echt ein netter Mann, ja. Aber er ist unanständig und ich dachte, du willst nichts Unanständiges. Kannst mir auch gerade noch eine geben. Ja genau, warum machen die das? Ich weiß es nicht. Wenn wir den ganzen Abend kleben, Gina und Isabel, so ist halt auch in Ordnung. Aber es kommt so gar nichts mehr von ihr, so weißt du, was ich meine, so heute Abend. Finde ich auch nicht geil. Ach, der Amadou ist eifersüchtig auf Gina und Isabel, weil er hängt ja die ganze Zeit nur mit Isabel ab, ne? Weiß jetzt auch nicht, woher diese Connection kommt. So, lass uns die Sachen mal wegräumen und dann müssen wir irgendwo chillen. Woher kommt diese Connection? Haben sie sich etwa angefreundet da? Ich glaube, es hackt. Nee, also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist. Und ich bin ja schließlich auch anwesend und ich habe den ganzen Tag irgendwie hier, ne, irgendwelche Sachen gemacht, um mich abzulenken. Hey, du kannst doch bestimmt sicher mit denen abhängen. Die würden dich ganz sicher nicht wegschicken, kann ich mir nicht vorstellen. Da frage ich mich halt wieder so, ist das Interesse wirklich da? Oder geht das dann so schnell zurück? Ist das dann so schnell schon langweilig? Und ich will sowas nicht erbetteln, so, weißt du, was ich meine? Gar nicht. Boah, das mache ich nicht. Gar nicht, also so ein Luca sowieso nicht. Ich will, dass sie von sich aus auf mich zukommt und ich will das nicht sagen müssen. Ne? Wir sind den ganzen Tag irgendwo zusammen und ich will dann auch irgendwo Zeit mit ihr haben. So, ich will Zeit mit ihr verbringen und nicht einfach nur Seite an Seite mit ihr einschlafen und aufwachen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Warum denkt ihr, der hätte irgendeine Art von Anspruch? Das checke ich hier halt gerade mal absolut gar nicht. Die sind weder zusammen noch sonst was. Er hat halt, glaube ich, einfach ein bisschen Angst, dass er dann da alleine steht. Er hat doch schon gesagt, er musste sich den ganzen Tag irgendwie ablenken, weil seine Isabel nicht da ist. Und das ist sein Problem, dass er dann da alleine steht. Sorry, kein Verständnis. Die ist doch nicht dafür verantwortlich, dass du eine schöne Zeit da hast. Liegt ihr alle schon im Bett, Amadou? Jo. Echt? Ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt auch mal langsam hinlegen. Ich habe gar nichts von dir gehabt den ganzen Abend. Ich dachte, er ist nicht so einer, der so rankriegt. Oder was er da eben gesagt hat. Aber was ist das dann hier? Ja, ich komme sofort. Oh. Ja, so, ne? Ich komme sofort. Alles klar, ne? Oh, Gina findet es richtig süß. Isabel so, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Lass sie doch ins Bett gehen, wann sie will. Ist eine erwachsene Frau. Ich hatte heute nicht viel von dir gehabt. Unsinn. Ich will auch. Mir ging es halt eigentlich eher so darum, dass man sich nicht nur an den Arsch, sage ich jetzt mal, von dem Mann klebt, sondern auch noch mit anderen Männern ein Gespräch führt, weil man ja auch das Perfect Match finden muss. Und ich aktuell nicht so glaube, dass er mein Perfect Match ist. Ah, die denkt strategisch. Die will schon mal weitersuchen. Und Amadou denkt so, Mann, die Hochzeitsglocken läuten wohl nicht mehr. Wohin gehst du jetzt? Schlafen. Musst du noch duschen? Nee, ich geh morgen früh duschen. Gehst du morgen früh duschen? Aber ich fand die Aktion cool von dir. Ja. Ich fand's cool, wie er sie so angesprochen hat. Gehst noch duschen? Sie sieht nicht so aus, als würde sie jetzt noch duschen gehen. Aber das ist mir, also... Ist ja gerade egal. Also ja, das Thema ist jetzt so für mich durch. Also, das Ding ist noch nicht durch, ne? Immer das Ding ist durch, wenn ich sag, das Ding ist durch. Und das Ding ist aus meiner Sicht noch nicht durch. Warum sagt er sowas? Denkt ihr, der ist der King of the Castle oder was? Der ist 23. Meint ihr, das stimmt?
I doubt it. Wir können uns so gut weiter verstehen. Und, ne, ich werde dich jetzt nicht ignorieren oder sonstig, aber ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist mir zu viel Kopfschmerzen. Das ist so ein Dreier gespannt, wo ich keine Lust mehr habe. Sag ich dir, du bist einfach einer, der sich auch vor dem Finger wickelt und von den Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ey, was für Finger wickeln? Ey, ist das hier? Ich kann doch völlig klar, ich habe doch nur geschlafen. Ja, okay. Ich habe doch hier mit niemandem was gemacht heute. Irgendwie momentan nervt es mich langsam ein bisschen, dass hier Mo und Ricarda und so die meiste Sendezeit kriegen. Da sind so viele andere Leute. Können die nicht mal was anderes zeigen? Auf gar keinen Fall. Er weiß selber nicht, in welchem Punkt er ist. Also er will viel Aufmerksamkeit, viel Liebe, viel Und das kann die Ricarda halt wirklich ziemlich gut, weil sie halt sehr das studiert hat, zu manipulieren. Ach, das finde ich lustig. Ich will das einfach nicht mehr, weißt du, weil ich bin aus der Haut gefahren für etwas, wo ich einfach mich nicht drüber streiten möchte. Leute, schlafen. Genau, jetzt macht man die Gosch zu und ab in die Kiste. Was ist los? Nix, ja. Wenn die schlafen, gehe ich schlafen, wenn ich schlafe. Schließen. Warum bist du denn die ganze Zeit so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Warum bist du denn aggressiv? Naja, Gründe hat er, ne? Eigentlich kann man so sagen. Nicht für Ricarda. Weißt du, ich bin so nah heute am Wasser gebaut. Ich bin kurz davor, echt einfach, einfach zu gehen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Soll ich euch was sagen? Ich kann es komplett nachvollziehen. Würden die mich da so komplett wegmobben? Die Produktion, Sophia Thumala, alle da immer in diesen Untertiteln. Klar, die Bauchbinden sieht sie jetzt nicht, ne? Aber viele Witze wurden da auf ihre Kosten gemacht, weil sie Martin da anscheinend, ne? Denkt ihr, es wurde ein Witz irgendwie bei Martin gemacht? Nö. Nee. Kannst du mir auch gerade noch eine geben? Ich fühle mich echt nicht mehr gut hier. Es kann nicht sein, dass ich kann nicht jede Nacht heulend einschlafen. Also sie ist wirklich ein falscher 50er, kann man so sagen, aber es hat kein Mensch verdient. Für mich ist das Ding halt noch nicht durch, weil schade ist es leider so, dass ich mich irgendwie leider noch immer zu dir hingezogen fühle. Es ist so, das habe ich ganz selten, wenn ich mir so denke. So süß, ne? Aber schmeiß nicht das Handtuch. Hey, du bist echt so süß, aber schmeiß nicht das Handtuch. Also wie? Mit den beiden oder dass sie jetzt hier geht? Ich verstehe wirklich nichts. Das ist ja traurig, weil da ist ja auch diese Anziehung da. Nach der Aktion, ich bitte dich so. Verstehst du, was ich meine? Weil das, im Leben ist das immer so. Du schätzt erst was, wenn es weg ist. Ja, das ist echt so. Ich finde es auch okay, dass er das jetzt nicht verzeihen will. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Das ist so ein bisschen so mit zwei Persönlichkeiten bei ihr irgendwie. Vielleicht ist sie ja Sternzeichen Zwilling. Mal ist sie warm, mal ist sie kalt. Aber ich glaube trotzdem, im tiefen Inneren bereut die irgendwie diese Situation. Ne? Die bereut die, weil die dafür so fertig gemacht wird. Aber kein Mensch dieser Welt sollte es bereuen, wenn er Single ist, in so einer Fernsehshow mitmacht. Also, sie ist doch frei. Frei wie ein Vogel. Die kann machen, was die will. Und jetzt wird sie so krass dafür verurteilt. Das ist wirklich traurig. Weißt du, warum ich gehen will? Weil ich Angst habe, falls irgendwann in den 2 Wochen der Tag kommt, wo du eine andere küsst. Und das vor meinen Augen, habe ich Angst davor. Wie ich glaube, halt das wird dich nicht interessieren. Doch, würde es. Hey, da kommt die jetzt mit. Er darf keine küssen. Aber sie mit Martin? Das ist wirklich Manipulierung. Aber du willst ja auch noch mit jemandem rumlecken. Das will ich nicht mehr. Aha, das will sie nicht mehr. Gut, das schreiben wir uns jetzt alle mal auf. Okay. Warte doch mal ab, bis der nächste Alkohol wieder fließt. Dann passiert die Situation bestimmt nochmal mit irgendjemand anders dann oder so. Oder wenn ihr neuen Typen reinholt, dann meinst du, wer da direkt dann ist. Verstehst du? Ich verstehe dich, ich glaub's auch. Sag mir halt einfach nur hier und jetzt. Es wird auch in den nächsten 2 Wochen nie wieder was mit uns passieren. Und dann. Ja, ist so. Das ist halt schwierig. Das Ding ist so, verzeihen kann man immer, aber im Leben kann man das nicht nie dann vergessen. So. Komm, geh schlafen. Machst du dir bitte nochmal Gedanken? Aber welche Gedanken soll ich mir denn machen? Ja, dass wir nochmal gucken. Noch mal. Sie checkt's nicht, ne? Also die muss halt auch einfach mal Nein akzeptieren. Er hat das wirklich schon ein paar Mal gesagt, er will das nicht nochmal. Ich stell mal vor, da passiert nochmal, was ist da los? Ja, da sagst du jetzt, aber verstehst du? Ist doch verrückt. So, ne? Ich mag ja, wenn eine Frau Feuer hat, ich liebe das ja auch. Aber so diese von Hü auf Hot, so, das ist doch nicht normal. Aber das ist doch Feuer haben von Hü auf Hot, oder? Dachte ich zumindest immer. Ja, es ist auch nicht normal. Also ich finde, sie geht einfach ein paar Schritte zu weit, wenn sie das wirklich ernst mit Mo meinen sollte. Da war das mit Martin echt unnötig. Aber weiß ich auch nicht. Also ihr habt doch jetzt schon gesagt, es ist fertig. Also dann belastet es auch dabei. Hast du gut geschlafen? Nicht so. Nächster Morgen, klar. Nee, hier kann man nichts machen. Ist halt kompliziert. Ich will neben Martin liegen, weil ich einfach sehr, sehr gut neben Martin schlafe. Fabio will aber neben mir liegen. Das engt mich aber ein bisschen zu sehr. Beide von beiden Seiten. Gestern bin ich noch nicht mal richtig gelegen. Haben das schon so. So lass mich doch mal in Ruhe hinlegen. Ja. Oh ja, der ist mit seinem Koala-Griff, ey. Was? Ihr könnt doch nicht jede Nacht euch da so begrapschen lassen, obwohl ihr das überhaupt nicht wollt. Zoe und hier Carina, das ist doch Quatsch.
Boah, das tut mir auch sehr, sehr leid, muss ich sagen. Dann denken die bestimmt so, nee, freundschaftlich und bla, und der braucht das jetzt mit dem Kuscheln, aber ich selber gar nicht, nee. Oh, das finde ich krass. Also, weil ich natürlich gerade denke, was wäre, wenn ich die Person wäre da, die Fabio immer koala-mäßig im Griff nimmt, ey. Direkt Schwinger nach Japan, klar. Klatsch. Amore mio. Die Liebverbemerkungen, ja. Amore. Amore. Will sie nicht, Junge. Will sie nicht, Junge. Ja, die will nicht, Fabio. Lass sie doch endlich mal runter. Ohne Witz, ich halte das so nicht mehr aus. Jetzt kann ich jede Nacht weitergehen. Ich pack das nicht. Dann sag's ihm. Also, es kann ja wirklich nicht sein. Ja. War da gestern eine Kuschelsreaktion oder war das ernst gemeint? So, dass es so ausgeartet ist im Endeffekt, war halt, warum sagt diese Frau mitten im Gespräch, so dieses Provokante, so nach dem Motto, du hast jemanden rausgemobbt. Bullshit, Mädchen, du bist das Ekelhafteste, was unter meine Fußsohle, mein Dreck ist sogar wertvoller. Okay, Moment mal, also ich versuche ein bisschen hier Licht ins Dunkel zu bringen. Cecilia war bei Beauty and the Nerd und ich habe gehört, ich habe das nicht komplett gesehen, deswegen kann ich mich ja nicht daran erinnern, dass sie da anscheinend irgendwen rausgemobbt hat. Und das hat Ricarda ihr dann jetzt noch mal vorgeworfen. So dieser Satz, den könnte ich jetzt wirklich, da kriege ich Aggression bei aber so bleib ruhig. Nee, da kann ich mich wieder nur aufregen. Weil sowas geht nicht. Sei einfach leise. Ja, tü, aber sowas geht. Aber damit geht scheiß mal an. Ja, aber sowas geht gar nicht, sowas zu sagen, weil das hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Nein, Mann, da waren Emotionen und das war doch gut. Aber ich wollte dich nicht provozieren. Das war nie meine Absicht. Ja, ich weiß, alles gut. Ehrlich jetzt. Ja, ich weiß das. Du bist halt irgendwie vom Wesen was? Ja, ihr seid einfach, ihr ähnelt euch in wirklich in vielen Hinsichten. Ach, muss man Scheiße. Sagen. Ja, das ist einfach so. Das musst du dir selber zugeben. Ja. Ich find's geil. Er dachte schon, jetzt kommt voll das fette Kompliment. Ich glaube, das Ding ist für sie durch. Diese Auseinandersetzung gestern, die hat vielleicht ein bisschen ihre Augen geöffnet. Ja. Das ist gestern so das Ding ist durch. Dann kommst du mir ja, das ist für mich auch durch. Warte. Ehrlich, komplett? Ja, weil es hat für mich keinen Sinn. Wer ist denn noch hier? Was ist los mit dir? Sie warte ist eine doch. Person. Ja. Ey, mein Engel, die wird doch jemand mit irgendwas anderem hier jetzt wieder anfangen demnächst. Kommt ein neuer Mann, meinst du, wer dann direkt da ist? Du verfällst in ihr wieder, weil sie weiß, wie man manipuliert. Und ich komme mit sowas nicht klar. Klar, ich sag, man soll auf sein Herz hören, aber was sagt denn mein Herz? Weißt du, mein Herz sagt gerade, keine Ahnung. Okay, also ihr Herz will Mo auch nicht, momentan. Er sagt aber, ja, das wird bestimmt mal was. Ja, stimmt ja auch, die müssen sich ja auch umgucken, wer könnte das perfekte Mensch sein oder halt nicht, ne? Viel bleibt dann ja auch nicht mehr. Es bleibt spannend. Oh. Ist egal, es ist dir. Ich merke, die hat es geschafft, dass zwischen beiden uns ein Knick ist und dann ist das so. Ja gut, wenn das so ist, dann steh zu deinem Wort und dann war es das jetzt auch mit Cecilia, oder? Sophia hat faustig hinter den Ohren, würde ich mal so sagen. Würde ich auch mal so sagen, denn hier geht's jetzt wieder los, ne? Matching Night. Wenn Sophia hier heute wieder ein paar kracher Sprüche hat, ne? Dann habe ich auch ein paar. Sagt, was sie denkt so und ist halt unfassbar. Ehrlich irgendwie, aber auch lustig. Die ist ehrlich auf eine Art und Weise, die einfach nur verletzend ist. Es ist einfach super unnötig. Was hat das mit Ehrlichkeit zu tun, wenn du jemanden vor allen Leuten dort bloßstellst mit einer sexuellen Sache, die diese Person gemacht hat? Es war aber trotzdem ja nicht diese Person alleine, es sind trotzdem noch zwei. Aber auf wen geht Sophia die ganze Zeit? Natürlich nur auf die Frau. Mein RTL! Willkommen zur dritten Matching Night. Heute müssen wir mal über ein ernstes Thema sprechen. Über dich und deine respektlosen Moderationen hier. Heutzutage wollen ja alle Influencer oder Reality-Stars werden, am besten beides. Dabei herrscht in Deutschland richtiger Fachkräftemangel. Zum Glück gibt es aber auch Hoffnung, das älteste Gewerbe der Welt, das hat keine Nachwuchssorgen, die nächste Temptation Island-Staffel ist also gesichert. Was ist das? Und glücklicherweise gibt es unter euch Reality-Stars ja auch einige, die was von ihrem Handwerk verstehen. Boah, ich schwör's dir, Alter. Boah, Junge. Nachdem sie jetzt hier schön nochmal Ricarda reingedrückt hat, machen wir weiter oder fangen an mit Lukas. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Wen wählst du heute? Die Franzi will ich heute. Franzi, du kommst ja richtig raus, ne? Mit Calvin. Ja. 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 Ah, er hat Franzi genommen, sie will Calvin. Super. Hat der Calvin eine Chance bei dir? Erzähl mal. Ja, auf jeden Fall. Hey, ich dachte, die nimmt niemanden, der mit 1000 Leuten gebumst hat. Das ist für sie unanständig. Franzi, bleib dir selbst bitte treu. Okay, und wann passiert da endlich mal was? An mir liegt's nicht. Der Calvin bietet sich an. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Calvin, du hast gesagt, die Franzi ist so eine Frau mit Heiligenschein, die man nicht einfach so wegrattert. Genau, ja. Die anderen aber schon. Danke, Sophia. Gut, dass du es mal ansprichst. Nee, nein, das ist nicht gemeint.
Genauso war das gemeint, Calvin. Also hör auf zu lügen. Ja, aber das ist halt so bei einer Franzi der Heiligenschein-Status auf jeden Fall. Mhm. Okay, stehst du auf Heiligenschein? Klar. Klar. Ich kann die absolute Prostituierte sein. Mann, ich will's nicht auf dem Rücken, der Sexworker. Aber er ist ja wirklich... Ich meine, Sexworker nehmen wenigstens noch Geld dafür. Er macht's ja für Oma. Aber... dass der dann noch das Recht hat, auf einen Heiligenschein zu stehen, da kommt's mir hoch bis hier. Meinst du nicht, dass eine Frau, die so ist, auch gerne einen Mann hätte, der so ist? Nö. Nö. Ich weiß jetzt nicht, was du von mir willst. Ja. Ich hab den ja auch. Ja, aber warum gehst du? Er hat ihn auch schon, hätte ich ihm ausreden lassen sollen. Sorry. Dann nicht endlich mal in die Vollen, warum gibst du denn da nicht Gas? Also ich finde, glaube ich, auch bei der Franzi, die möchte auch nicht, dass man hingeht und direkt so Vollgas gibt. Na, da musst du ein bisschen... Ist halt so? Ja, okay. Okay. Franzi will, dass er mal in die Vollen geht. Und Calvin denkt sich, Junge, Junge, Junge. So eine Frau wie Franzi zu knacken, da brauche ich mehr Zeit. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber gut. Ein sehr schwer beschäftigter Typ hier in der Villa. Wen willst du heute? Ich wähle heute die Carina, weil wir hatten auf jeden Fall auch schon eine coole Zeit. So. Carina, komm mal her. Carina könnte auf jeden Fall mein Perfect Match sein. Ja, ich sage jetzt mal optisch so, ist auf jeden Fall mein Typ so. Ne? Nee, wenn du mit Heiligenschein haben willst, dann passt das nicht rein. Das war ja nicht negativ gemeint mit dem Heiligenschein. Oha, hör mal auf. Hätte ich tue doch gar nichts. Okay. Ich verstehe. Sag mal, Fabio, ne? Ich habe ja hohe Erwartungen an dich. Ne? In allen Sendungen hast du immer von Sex geredet. Jetzt will ich aber auch endlich mal was sehen. Period? Ja, natürlich. Aber wenn die Mädels einen Stock im Arsch haben... Tut mir leid, ist das so? Ich finde das so schlimm, Fabio. Ich glaube nicht, dass die Mädels einen Stock im Arsch haben, sondern dass ich einfach keine attraktiv genug finde, damit in den Wum-Wum-Room zu gehen, meine Güte. Also, das ist wirklich langsam ein bisschen traurig. Es liegt nicht an ihm, aus seiner Sicht. Es liegt an den Frauen. Nee, nee. Aber vielleicht könnte er ja Best Friends mit Sophia werden. Selina. Selina. Möchte ich gerne Selina haben, ja. Die ist aber eigentlich ohne Stock im Arsch, ne? Das ist aber ein bisschen sehr reserviert. Die wollte dich einfach nicht. Sie hat dir ganz klar gesagt und du kommst jetzt von wegen Stock im Arsch und reserviert. Es geht darum, dass sie kein Interesse hat. Versteh es doch. Ich kann es nicht glauben. Ich schwör's dir. So, was mit Perfect Match? Warum Perfect Match? Weil ihr Blick, wie sie mich anschaut, sie schaut in meine Seele rein und das tut keiner Frau in dieser Villa außer sie. Das ist, glaube ich, das Problem. Die hat ihm wirklich zu oft in die Augen geglotzt. Alle anderen meiden den Blickkontakt mit Fabio, weil sie es schon wissen, dass man dann auf einmal schnell die Nummer 1 wird. Die ist anscheinend so gut für diese Welt. Ich stelle mir halt was anderes unter meinem Perfect Match vor. Mhm. Und ich habe dich trotzdem mega gern. Ich aber auch. Ein Perfect Match, denke ich, wird es trotzdem nicht sein. Ja, das sieht der Fabio anders. So, wen nimmt der hier? Max. Der ist auch noch da, stimmt. Ich wähle die Zoe. Zoe. Bei mir öffnet er sich total. Wir haben coole, lustige Gespräche. Krass. Er scheint also doch ein offener zu sein. Man hört halt wirklich gar nichts von ihm. Wen willst du heute? Heute die Isabel. Warum glaubt ihr, ihr seid ein Perfect Match? Tatsächlich, weil wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also ja. Sie ist auch einer meiner Favoritinnen jetzt hier drin. Deswegen, also ich denke schon, dass es gut sein kann, auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Ja? Er ist auch unter meinen Favoriten, ja. Das passt dem Amadou da hinten anscheinend nicht, ne? Der schnauft wie wild. Okay, dann viel Glück. Das mein? Ich nehme Luisa. Ich entscheide mich heute für die Cecilia. Maurice, komm her. Na, gestern sah das ja noch so ein kleines bisschen danach aus, als könnte Ricarda noch mal bei dir landen. Ne? Wie sieht das heute aus? Das Ding ist halt in dem Sinne durch. Mhm. Krass, okay, sieht es immer noch so. Ich habe gedacht, nächster Tag vielleicht nächste Meinung. Mit Ricarda und mir ist auf jeden Fall ja, vorbei. Ne? Was hat denn die Cecilia, was die Ricarda nicht hat? Die Cecilia, die redet nicht hinter meinem Rücken. Schlechte Sachen, lacht mir ins Gesicht und sagt hinter meinem Rücken, vielleicht macht man mich woanders halt schlecht. Mhm. Und das schätze ich an ihr. Und das ist das, was die Ricarda macht. Hat die das gemacht, Ricarda? Ich stehe doch wieder komplett auf dem Schlauch. Also so, wie ich das immer höre und mitbekomme, genau. Das finde ich aber auch komisch, weil da kannst du dich auch nur darauf verlassen, was andere Leute dir erzählen. Wen willst du denn heute, Maurice? Ja, also viel Auswahl ist heute nicht mehr, aber ich wähle dann heute die Ricarda. Ach Quatsch. Ja, das macht ja eigentlich keinen Sinn, aber okay. Wieso? Ihr könnt doch immer noch ein Perfect Match sein. Ricarda, du siehst so unglücklich aus. Seitdem ja die Sache irgendwie passiert ist, sage ich jetzt einfach mal, sind andere, merke ich, im Haus reden. Die halt, Sache. Genau, die Sache. Und andere reden halt über mich und das kriege ich auch mit. Ich gehe immer auf die ganzen Leute zu. Das kann, glaube ich, auch jeder bestätigen. Ich bin jetzt nicht jemand, der nicht auf die Leute zugeht. Das heißt, ich spreche dann auch Sachen klar an. Ich finde es überhaupt lächerlich, dass sie sich dafür rechtfertigen muss. Und ja. Pennst du ein oder was? Ja. Langweilig das Gequatsche von der Ricarda oder warum? Ja, das kennen wir ja schon. Genau, sowas meine ich zum Beispiel. Das ist dann halt wie so, bin ich ehrlich, wie so Mobbing ein bisschen.
Hat sie recht. Muss ich echt sagen. Hat sie recht. Hält sie denn gerade? Du weißt schon, dass die Opferrolle gar nicht jetzt zu dir passt. So. Du kannst dich jetzt nicht in die Opferrolle, weil da hast du sie selber reingebracht. Schwierig, Maurice. Ganz schwierig. Sie hat sich eben nicht selber in diese Opferrolle reingebracht. Sie wurde gedrängt von Sophia Tschumala bei dieser Matchbox, bei dieser Nacht, also der letzten, wo sie den Videobeweis hatte, wo es jeder mitbekommen hat. Also ich meine, Ricarda und Martin haben sich ja dafür entschieden, es vielleicht erstmal nicht irgendwem zu erzählen, was völlig legitim ist. Und sie hat sich halt wirklich nicht selber da reingedrängt. Wenn ich doch Scheiße mache, dann muss ich auch dafür gerade stehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel gepupst hast aus Versehen laut, dann bist du der Pupser so. Aber irgendwann hört das auch mal wieder auf. Aber in dem Sinne ist es dann so. Weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich nicht. Weil wenn du aus Versehen pupst, dann musst du nicht für eine Sache gerade stehen, die du gemacht hast. Weil es war aus Versehen. Zweitens, was hat sie denn Schlimmes gemacht? Also für ihn ist es kacke, ja. Aber für den Rest? Warum juckt es irgendwen dort? Der zweite Wahl, Martin. Komm nach vorne. Ich bin keine zweite Wahl, ganz ehrlich. Das ist für niemanden hier, ey. Ich kenne meinen Wert. Der kennt seinen Wert. Hallo, der hat Geld. Hat er uns doch letztens erzählt. Der hat, weiß ich nicht, Reichweite auf Instagram. Der hat doch alles. Der hat die Veneers. Bei Ricarda warst du der Notnagel im Bett. Ja, und Anna knutscht ja auch lieber mit Micha, ne? Als mit dir, ne? Warum ist denn das so, Martin? Erzähl mal. Krass, okay. Sie scheint wohl auch Männer fertig zu machen. Alles klar. Okay. Wen willst du heute? Ich will heute die Anna. Anna, warum knutscht du denn immer noch mit mich herum? Nach dem Billig-Eklat? Ja, ich weiß. Ja. Und vielleicht versteht mich da auch kein anderer. Ich vielleicht auch nicht ganz. Mhm. Aber ich fühle mich halt trotzdem wohl bei ihm. Hm. Oder gibt es da irgendwelche Absprachen zwischen dir und Micha? What the fuck is going on hier? Schon wieder Absprachen? Gibt's hier wieder neue Videobeweise? Hau raus! Nein. Nein? Wer sagt das? Da haben wir jetzt aber beide schon, bis er die Knie geschlottert. Ne? Wir gucken mal rein, was Sophia meint. Noch 14 Tage. Was? Noch 14 Tage. Aushalten. Aushalten? Aushalten. Und dann? Und dann? Und dann? Hä? Ich check's nicht. Dann können wir endlich bumsen oder was meint der Micha? Und wenn, dann ist es ja nur was wieder von Micha kommt. Warum wird dafür Anna jetzt zur Rechenschaft gezogen? Natürlich, weil es Sophia macht. Klar. Wolltet ihr nicht in 14 Tagen irgendwie nochmal schauen, wie es eventuell zwischen euch weitergehen könnte? Ja, nach der Show, ja. Nach der Show? Warum aber erst nach der Show und nicht hier drinne? Ja, wir sind doch gerade dabei. Aber das ist ja keine Absprache, meiner Meinung nach. Keine taktische. Ihr wollt irgendwas hier drin nicht machen, was ihr eventuell in 14 Tagen machen wollt. Das ist eine Absprache. Sieh es, wie du möchtest. Na gut, lockt euch ein. Ich check's jetzt wirklich nicht, das war ein bisschen lächerlich, oder? Ich habe da keine Absprache rausgehört, wenn ja, denn welche? Das heißt, er hat einfach nur 14 Tage noch in diesem Irrenhaus, dann sind wir raus. Klingt jetzt nicht für mich nach einer Absprache. Es gibt keine Absprache mit Anna. Ende aus Mickey Mouse. Es kann doch auch sein, dass ich hier jetzt noch wen anderes viel besser kennenlerne. Und stell dir vor, ich gehe hier mit einem Partner raus, was ja auch übelst geil ist, aber dann will ich doch nicht mit wem anders dann Sex haben nach der Show, so. Okay, also nicht mal die Absprache. Also, hä? Jetzt passt es irgendwie gar nicht mehr. Wen willst du denn heute? Gina. Gina. Der Micha hat ja Zoe und Anna als billige Produkte bezeichnet. Aber war das wirklich so? Nicht so ganz, oder? Wann habe ich das gesagt? Du wirst es sehen. Ja? Mhm. Okay. Gina, so still. Ja, ich höre auch gespannt zu. Mhm. Ach, das ist ein Witz, das ist ein Witz, dass sie hier steht. Wie, das ist ein Witz, dass sie hier steht? Dass du da stehst, ist wohl eher ein Witz. Aber gut, dreht weiter. Das so von meiner Wahl her. Ach so, okay. So deswegen. Achso, deswegen, ihr glaubt auch nicht, dass ihr ein Perfect Match seid? Also von eher weniger. Eher weniger. Ich find's gruselig, wenn Gina ihre blauen Kontaktlinsen drin hat. Finde ich auch. Aber fühlt sich das als an, dass du der Witz bist, der neben ihm steht? Macht keinen Sinn. Come on, dieser Mann macht generell keinen Sinn. Begreif es endlich. Er ist was anderes zu mir sagen. Den Spruch von wegen billig und bei mir teuer und jetzt wäre ich nicht deine Wahl. Also es macht alles nicht so Sinn. Wir haben doch offen geredet darüber. Ja, aber nicht darüber, dass du die anderen als billig bezeichnest. Du brauchst einen Mann einfach, der Close zu dir, der weiß, was er will, anders Augen hat. Genau. Ich habe irgendwo anders noch Augen. Ja, hast du. So. Genau. Also du brauchst einen Mann, der nicht woanders noch Augen hat. Und sie so, ich brauche einen Tisch, der, ich brauche einen Mann, der weiß, was er will, der auf den Tisch schaut. Genau. Ich liebe das. Also so grün seid ihr euch nicht miteinander.
Nicht so ganz. Nicht so ganz. Also ich glaube, Männer, die weiß, was sie wollen. Wer ist denn so ein Mann zum Beispiel? Schwierig. Hat bis jetzt noch keiner so richtig bei mir gezeigt hier. Vielleicht kommt ja noch jemand rein. Dann lockt euch mal ein. Wieso denken die ganze Zeit, es kommt noch jemand rein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also auch fürs Spiel. Oder wird da mit 22 Leuten gespielt? War das mal so in den letzten Jahren? I can't remember. Alle Matches sind eingeloggt. Gut, alles ist eingeloggt, Leute. Wie viele Lichter gehen heute an? Kein Blackout. Und Nummer Uno haben wir schon mal. Geht noch ein weiteres Licht an. Guck mal, zwei auch. Nee, ich glaub's nicht. Und das dritte Ding haben wir. Das war's dann aber auch. Tja, Leute, aber jetzt mal ganz ehrlich, da muss ein bisschen mehr passieren, ne? Sonst endet die Staffel genauso wie die erste Staffel von Are You The One Reality Stars? Nee, nämlich ohne nicht. Kohle. Nee. Doch. Junge, ich fühle mich wie so ein Lutscher, Alter. Zu Hause kann ich 100.000 Frauen haben, Alter. Und hier wie so ein dargestellt, als ob ich eine zweite Wahl wäre, ey. Warte mal, zu Hause kann er 100.000 Frauen haben und hier wird er dargestellt wie ein Lutscher. Martin, da wollen wir mal kurz gemeinsam drüber nachdenken. Was ist denn zu Hause anders als hier? Zu Hause hast du vielleicht noch das Geld, dein cooles Auto, deine Reichweite bei Instagram. Hier hast du nur dich selbst und deine Art. Vielleicht macht man sich da mal seine Gedanken, oder? Nee, der denkt, es ist verhext. Die Sache ist verhext. Ich bin ein geiler Hengst. Hallo? Schon ein bisschen läppisch, aber deine Aussage mit dem Heiligenschein. Warum? Voll, ey. Also, was meinst du jetzt genau? Ja, wie kommt das denn rüber? Ja, mit der Franz kann man das nicht machen, weil sie einen Heiligenschein hat. Oh, geil. Carina macht eine Ansage. Digga! Ich bin so schock heute, die Fahnen zu heben. Deswegen kommen die heute nicht so oft. Ja, ich finde, diese Aussage geht halt einfach gar nicht, weil das hört sich ja so an wie, also diese Person könnte man heiraten und bei mir kann man doch mal so machen, kann man whatever rumknutschen, so ist halt nicht heilig, ist halt nichts so, ne? Genau so nämlich. Ja, ich check ja nicht, wo das Problem ist, so. Checkst deine eigene Aussage nicht, ja. Mein Gott, hat es jemand so gut auf den Punkt gebracht? Ich glaube nicht. Ich habe gesagt, die Franzi hat einen Heiligenschein. Ja, okay. Hat es in meinen Augen auch. Ja? Ein bisschen weiterdenken als bis mittags. Bitte. Ich habe die Carina doch damit kein oder keine andere Dame hier in dieser Villa irgendwie runtergezogen. Doch. Jede einzelne dort. Da ist doch keiner besser oder schlechter. Es ist einfach nur anders. Nee, man hat schon das Gefühl, wenn du redest von einem Heiligenschein und pipapo. Sommersommer vielleicht so. Das halt, da denkst du halt so, ey, kannst du nicht so einfach mal so, wegrattern, so, weißt du? Siehst du? Ja, aber das ist gut. Auch wenn du sagst, darum geht es nicht. Genau darum geht es. Hat sich trotzdem ein bisschen dumm, die Aussagen so. Wer will denn sowas hören? Muss man ja auch ehrlich sein. Das heißt aber nicht so, dass ich sie toller finde oder so. Hey, darum geht's ja gar nicht. Du kannst dich ja toll finden, wenn du bist, wirklich an null. Es geht darum, dass du andere Frauen damit hammerhart degradiert hast und runtergestuft hast. Ich würde halt gerne so ein Beispiel machen für Männer, dass das checkt, aber gibt sowas in dieser Welt natürlich nicht. Ja, da verstehe ich ja das Problem gar nicht. Ich glaube, er meint es halt wirklich nicht böse, aber der Gedanke, oder wenn man sowas sagt, das geht halt einfach viel weiter als, nö, das habe ich nicht gemeint. Nee, da muss man schon mal gucken, wie das bei den anderen Leuten ankommt und was es wirklich heißt, wenn man sowas sagt. Ist okay. Na, erzähl doch. Alles gut. Ich raff's nicht. Ja. Das ist traurig. Ja, deswegen mal schauen. Muss ich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Mach das. Aber ich find's geil, dass Carina sich nicht so blenden lässt davon, dass Calvin halt der Star der Villa ist, ne? Was? Soll ich dir sagen, Anna? Ich hab's dir gesagt. Ring, ring, hallo! Von wegen billig und teuer und so. No! Oh nein. Die Anna muss sich hier wieder was anhören. Verkauf dich nicht unterm Wert, Girl. Das ist ein Ampelmann. Du weißt nicht, was für eine tolle Frau du eigentlich bist. True, Anna, wirklich. Ja, ist so. Lern mal deinen Wert zu schätzen. Die Arme. Könnt ihr euch mal alle beruhigen? Ist ein bisschen übergriffig. Wenn sie doch mit dem sein will, dann will sie mit dem sein. Nein, Anna, du bist viel zu gut für den. Draußen reißen sich die Männer um die Anna und hier in der Villa so verkauft er sich schon unterm Wert. Ist schon traurig. Oh Mann, Gina, lass den Kopf nicht hängen. Bald ist die Show vorbei, dann könnt ihr euch wieder alle Boys aufreißen. Ist doch kein Problem. Perfekt. Also wirklich. Guck mal, Anna, wenn ich wollen, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, bitte versteh mich nicht falsch, aber wenn ich jetzt zu dem kommen würde und auf ihm rumhängen würde, der würde safe, wird der auch mit mir, weißt du? Ich wünschte, das würde einfach mal passieren, weil ich halt immer noch im Hinterkopf hatte, dass sie das mit dem Kuss meinte, aus Spaß, und er dann meinte nein. Weiß ich nicht.
Der hätte doch dann ja gesagt, oder? Ich meine, den juckt ja nichts auf diesem Planeten. Ich merke es ja an seinen Blicken, er kann es ja nicht verstecken. Er ist ja ein offenes Buch, was das angeht. Er schaut mich gerne an, wir lachen zusammen. Richtiger Eyecatcher auch für mich. You know? I know, ich weiß, ich höre mir das ja auch. Verkauf dich nicht unterm Wert, Girl. Verkauf dich nicht unterm Wert. Ich höre mir das ja jetzt auch schon seit 4 Tagen. Kuschel doch mit mir. Diese Erkenntnis auch zu haben und dann trotzdem noch an ihm zu hängen. Ist schon so grenzwertig, meiner Meinung nach. Es ist wirklich grenzwertig, ne? Aber wenn man überlegt, dass die das vielleicht machen, damit sie länger in der Show bleiben. Weil Anna vielleicht ganz genau weiß, mich erkann ich ihr Perfect Match. Uppala, da ist sie einfach ausgegangen, der Bums. Wenn man es so betrachtet, dann ist es eine Strategie, die man auf jeden Fall fahren könnte. Ne? Ich finde es halt komisch, dass diese Sache angesprochen wurde mit, ob die eine Abmachung haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, da schlummert noch irgendwas und kommt noch was auf uns zu. Weil sonst hätten die das nicht angesprochen, weil das war jetzt irgendwie ein bisschen unnötig, die Szene, die die uns gezeigt hatten, oder? Du kannst froh sein, dass sie neben dir liegt, weil es ist echt eine tolle Frau. Er mag die, ich mag die auch. Ja. Ja, Anna. Der macht jetzt mich eine Ansage, oder was? Musst du mit mir klarkommen oder sie? Ja, sie. Ganz, ich habe es ihr auch gerade gesagt, die ist dumm, Alter. Ist immer dieses Einbabbeln und Einbabbeln, ey. Ist nicht Einbabbeln, nur ja, doch, sie soll ihr Wert schätzen. Ganz ehrlich, wenn ihr doch Interesse habt, dann geht doch mal dahin und sagt, ey, Anna, finde ich auch ganz cool übrigens, ne? Sie so, nee. Der Micha muss erstmal weg vom Fenster und dann haben wir alle hier eine Chance bei Anna. Nee! Warum ist sie bei mir? Warum ist sie bei mir? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, weil sie wahrscheinlich Micha am meisten mag von den ganzen Boys. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, also das ist lächerlich, das ist lächerlich. Du verstehst das nicht, du hast Jackpot, wir haben, ne? Digga, wir drehen uns im Kreis mit demselben Thema. Ich verstehe auch wirklich nicht, was die wollen. Ich verstehe es wirklich nicht. Micha und Anna hatten ein ganz offenes, ehrliches Gespräch, von wegen, beide können machen, was sie wollen. Sich jetzt erstmal umorientieren, etc. pp. Was ja keiner von denen weiß. Trotzdem denken die alle, man kann sich da einmischen, weil sie so denken, ich will Anna auch. Entschuldigung, heute nicht, morgen auch nicht. Ehrlich jetzt, Anna weiß mittlerweile, wie es gemeint ist. Anna weiß, was sie an mir hat. So, wenn sich dann noch andere Proleten da einmischen, die selbst nicht klarkommen, die keine Dame an ihrer Seite haben. Ey, alter Schwede, ey. Warte mal, habt ihr gesehen? Micha? Ach man, die Bauchbinde, die waren Träumchen. Micha 24 kann nichts dafür, dass er so famous. Nein, ich will kurz noch was ganz ansprechen. Micha, und geht schon voll oft. Ich weiß, ob er es jetzt einmal gesagt oder zweimal, aber das ist mit billig und so zu dir. Also, die wollen wirklich die auseinanderbringen, ne? Und dann hier nochmal ein bisschen Feuer legen. Das hat er von Zoe gelernt. Kann das sein? Aber wieso? Also, denken die, dann haben sie eine Chance bei Anna oder was, wenn Micha erstmal weg ist? Anna hat ganz klar gesagt, sie ist offen, auch andere Leute kennenzulernen zu Micha. Die sind gerade auf einem Beziehungsstatus. Aber ist doch auch egal, weil jeder denkt da ja eh, was er will. Wenn er das wirklich gesagt hat, so irgendwann reicht es mir aus, dann sag ich mir so, Alter, dann lass die Finger jetzt von dir. Sag ich mir so, ob du das auch siehst oder ob du dann so, ob dir das gerade egal ist oder, weil es kann ja nicht egal sein. Kann ja nicht egal sein, wenn man zu dir sagt, du bist billig. Hallo, du hast doch einen Wert, Anna, hast du keinen Wert? Oder wieso, findest du dich selber billig? Komische Nummer. Ich fand das ja auch respektlos, ich fand das ja auch scheiße mir gegenüber. Aber nichtsdestotrotz, der hat das, meiner Meinung nach, hat der das gesagt, weil der in dem Moment einfach eifersüchtig war. Ja. Der ist unüberlegt. Ich glaube, der weiß gar nicht manchmal, wie das rüberkommt. Period. Alter, Anna ist viel zu erwachsen für den. Kann sein. Also für alle da. Micha und ich haben alle Fronten geklärt, dass ich halt einfach noch großes Interesse an Martin habe. Weil ich will nicht wieder diese Eifersuchtskicks dann haben. Ich flirte gerne mit Martin, weil ich will auch mal, dass wir da ein bisschen vorankommen. Ja, dann kommt doch mal voran da. Guck mal, ich bin zum Beispiel auch schon zweimal auf dich zugekommen. Hab dir gesagt so, ja, was schaffen denn jetzt? Ist jetzt so ein Beispiel, ja, ne? Ja, nee, das habe ich ja so auch, habe ich das auch gesagt. Hä, also ist Anna wirklich schon zweimal auf ihn zugekommen und hat gefragt, ob ich bei dir pennen kann? Es ging jetzt nie wegen Zoe. Und dann beschwert er sich trotzdem, dass irgendwie der Micha da ist. So, also ich mach keinen Finger krumm. Erst muss der Micha da weg sein. Dann mache ich mich nachher. Hä? Ja klar, wäre schön, mal neben anderen zu schlafen. Ich finde, man muss auch gucken, nicht nur wie man sich tagsüber versteht, sondern auch abends. Heute werden wir es, denke ich, noch nicht machen, aber ab jetzt lernen wir uns besser kennen und gucken, wo der Weg hinführt. Ja, das ist mir eigentlich noch zu viel Abstand, aber ich blick da halt einfach nicht durch. Das muss schon von beiden Seiten sein, ja. Mal ja, du, aber mal ich hab doch schon, weiß ich nicht mehr. Nee, das ist schon alles noch mit so. Soll ich also ein drittes Mal sagen? Ja. So wie toll jetzt. Ich bin, ja. Nein. Ganz kurzes Fazit. Sie hat zweimal gefragt, er hat nullmal gefragt und sie soll jetzt noch mal ein drittes Mal fragen, damit er sich besser fühlt. Juhu! Das sage ich doch.
Und was sagt ihr? Es fühlt sich ganz gut an, neben Luke Haven zu schlafen. So, jetzt ist hier aber auch wieder alle im Bett und nächster Morgen. Ach, das ist eigentlich nur kuscheln. Ne? Man kommt immer mal aus, wenn irgendwo dran, weißt du? Und bleibt dann da auch vielleicht. Genau, heute ist Carina bei seinem Schniegel hängen geblieben und hat dann auch nochmal die Hand hoch und runter, immer schneller, schneller, schneller. Und dann ist es passiert. Komm, ich bin so ein Mensch, gebe dir eine zweite Chance. Ja, also ich blende das alles aus, was so passiert ist. Mhm. Sag jetzt so, jetzt, ich mag dich. Ah, der nimmt jetzt die Ricarda, weil die will ja keiner mehr. Farrell ist ein bisschen komisch, ne? Da weiß man nicht so genau, was da seine Mission ist. Weil er, also gesichtet wurde er mit einer Frau noch gar nicht, außer so Freundschaftsschiene. Da sind halt schon Interessen. Also es könnte ja schon sein, dass es mein Perfect Match ist. Jedes Mal, wenn ich mit ihr geredet habe, hat sich das für mich, bin ich ehrlich, mega interessant angehört. Geht's Carina Ricarda jetzt ums Perfect Match oder darum, dass sie einen neuen Loverboy hat? Weil sie will ja nicht mehr mit irgendwem rumknutschen, hat's uns ja gestern noch erzählt. Bruder, du kannst doch machen, Bruder, du kannst doch machen, Bruder. Aber ich hab den Sinn nicht verstanden, wieso du mir das gestern gesagt hast. So. Ja komm, ich hab gerade mit Ricarda geredet, ne? Ich so, ich gebe dir die Chance, ne? Jeder hat meine neue Chance zu haben, ne? Hör mir auf. Von hier auf fort. Bitte, red da nicht mit mir drüber, ja? Ich hab gute Laune. Ich will nicht hören, Junge. Weil du lässt dich belabern, Junge. Ja, dass du mit ihr jetzt da irgendwas versuchst oder so. Ey, Bruder, mach doch, aber dann sag mir das doch nicht. Hey, aber das verstehe ich auch nicht. 100 Pro will der, dass man ihm das sagt. Jetzt sagt man es ihm, kann er mit der Wahrheit auch nicht umgehen. Also, da kannst du doch nur falsch machen, oder? Oder hätte er jetzt gar nichts gesagt und das mit Ricarda und Farrell wäre irgendwie im Gange und Mo kriegt das mit, dann wäre der doch 100 Pro ausgeflippt und hätte gesagt, Alter, was ist Farrell für ein Bruder, so. Aber Bruder, mach doch mit ihr, was du willst, Bruder. Das regt mich ja auf, wenn ich jetzt darüber rede, weißt du, und ich will nicht ausrasten, Junge. Gestern Abend, ich war on fire, Junge. Geil, Ricarda lauscht. Weil die vor dir heult, Junge, die heult hier doch vor jedem rum, Junge, um jetzt aus der Scheißsituation rauszukommen. Die will doch ihr Arsch retten, Bruder. Hey, aber ich glaube, Farrell denkt einfach so, endlich ist meine Zeit gekommen, dass ich mir Ricarda vielleicht klar machen kann, aber das sieht der Mond nicht, ne? Ihr seid alle, ach, ihr seid dumm, seid ihr. In meinen Augen, ihr seid dumm. Die anderen sind dumm. Okay. Ey. Ich red nicht mehr mit dir. Das reicht doch langsam mal. Ich red nicht mehr mit dir. Ja, dann lass, aber dann hör auf, hinter meinem Rücken die ganze Zeit zu reden. Ich red nicht mehr mit dir. Du lernst das Ding gerade kennen, ich möchte auch andere kennenlernen. Ich red nicht mit dir, ich red nicht mit dir. Wir haben jetzt beide gesagt, okay, das war's jetzt, es geht nicht mehr. Oh, Ries. Ey, Mann, wir werden nie ein Spiel zusammen. Das ist mir, ja, das ist mir scheißegal. Ja, mir auch. Nicht mehr, okay. Check ich nicht, hat sie eigentlich recht, ne? Er lernt doch auch gerade Cecilia kennen. Zu Recht. Aber dann gib mir ja, auch aber die Chance. Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Geh bitte raus. Ja, ich möchte gut. Hier kurz duschen. Ja, gut. Also der hat wirklich echt einen Groll auf die, ne? Schade. Wieso darf denn keiner jetzt mit mir reden, keiner von den Männern? Was soll das denn? Was ist das denn für eine kranke Nummer? Weil er der Meinung ist, du bist eine ganz schlimme Frau. Eine ganz schlimme. Und jeder, der da auf dich reinfällt, ist dumm. Hör mir auf. Willkommen zur vierten Challenge. Ach du Scheiße, es gibt wieder ein Spiel. Weiß ich ja nicht, wie viel wir uns davon reinziehen. Ricarda, heute ist der Tag gekommen, da erlösen wir dich endlich von den Handjob-Jokes. Oh mein Gott, vielen Dank, wirklich. Weil Carina hat dich abgelöst. Krass, Mann. Nick Calvin. Oh. Calvin wird gefeiert, bei Carina sagt keiner einen Ton. Und dann kommt mit Calvin. Was ist das für eine Welt? Ich wäre es halt gerne auch gewesen. Auf die Plätze, fertig und los. So, das Spiel ist wie folgt. Die schieben sich eine Banane ins Maul. Zwei Personen jeweils und dann müssen die durch so einen Parcours. Ja, ihr vier. Calvin, darfst mal wieder raus, ne? Ja. Ja. Guck mal, die haben gewonnen. Amadou, Isabel, Selina und Calvin. Dates sind immer gut, ne? Dates sind immer gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Euch schicke ich zurück in die Villa. So, die werden zurück in die Villa geschickt. Jetzt wird aber erstmal hier. Calvin, erzähl doch mal, wie war das mit dem Handjob? Hallo? Und wo bist du gekommen? Auf die Decke oder was? Ins Unterhemd. Ins Unterhemd? Geil. Du Glückspilz. Mann, Fabio hatte bestimmt eine ganz andere Vorstellung von dieser Show, als er da mitgemacht hat. Und er sich dafür eingeschrieben hat. Der ist nur enttäuscht. Nur. Auch unnötig, weißt du, über sowas unnötig zu reden. Ich bin nicht mit dem verheiratet oder so, weißt du? Nein. Nee, würde ich auch nicht, weil hallo? Carina, nimm bitte nur einen mit Heiligenschein. Man ist sich ein bisschen minimal näher gekommen, aber eine großartige Bedeutung hat es jetzt nicht. Also ich möchte ihn nicht heiraten oder sonstiges. Ich habe gar nichts gehört. Nee, waren ja leise. Selbst wenn ich es gehört habe, wäre es mir egal gewesen. Okay, das ist natürlich, wenn es Carina macht, gar kein Problem. Bei Ricarda, das geht gar nicht. Du bist zumindest jetzt leer. Das stimmt, Alter. Ich bin noch hackevoll, ich schwör's dir.
Ich habe eine Spermienproduktion hier, die unendlich ist. Aber darf ich mal was fragen? Kann er nicht selbst mal Hand anlegen? Ist doch kein Problem, oder? Und die können mir jetzt nicht erzählen, wegen den Kameras macht er das nicht. Das ist Fabio. Ich liebe das. Ich schwör's dir. Es ist egal, Mann. Ich liebe das, ey. Ciao. Luca! Ciao! Zitter nicht! Die gehen jetzt aufs Date, ne? Ja, natürlich stört mich das. Ja, ist schon uncool, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt keinen Spaß. Seid nicht so! Ja, dann natürlich bin ich so. Oh mein Gott, gönnst du mir doch! Nein. Nein. Nein, ich hoffe, es fängt an zu regnen. Oh, seid nicht so! Das ist so ein Miesmacher. Weiß ich nicht. Also, er lacht dabei, ne? Aber ist trotzdem ein bisschen passive-aggressive. Wofür sind wir hier? Um uns nach einer Woche festzulegen? Nein, nein, aber mit Sicherheit nicht. Ich weiß halt nicht, ob die das klar und deutlich kommunizieren mit Luca, ne? Also wenn ich Selina ein bisschen Hand anlegen würde, dann würde ich ja auch nicht nein sagen. Ich meine, guckst du dir an, ne? Yeah. Wie, die sollen jetzt auch noch mal ran an die Bulette da unten? Ach so, die machen Body Painting. Scusi. So. So, na dann. Ja, dann viel Spaß. Ne? Ja, viel Spaß. Also ich find's krass, ne? Kann ich euch das zeigen? Die Männer in ganz süßen Schlüppern, eng anliegend, Hautfarben. Die Frauen auch, aber oben, die Nippel wurden so abweggekreuzt. Aber sonst sind die, wie Gott sie schuf. Naja, naja, mal so minus. So, die Bubis werden da eingecremt von Amadou. Das muss ich rausschneiden, Leute, das ist zu wild. Nämlich Picasso. I like it. Darf ich überall? Ja, klar. Kevin hat gefragt, darf ich überall? Da sag ich grüne Fahne. Das ist eine Konsentfrage. Lieben wir. Also sorry, die streichen sich da jetzt wie wild über die Brüste. Die Männer sind halt noch dran, ne? Die Frauen einzucremen, einzufärben. Nee. Ich muss sagen, Selina hat mega krassen Körper. Gefällt mir richtig gut, ne? Proportionen stimmen. Auch so kurvig und so, sehr weiblich. Feier ich, finde ich richtig geil. Ich finde es halt krass, dass er Selinas Körper als sehr kurvig und weiblich betitelt. Also erstmal ist das ja absolute Ansichtssache und auch ein bisschen, naja. Aber ich hätte halt gedacht, dass der jetzt, wenn da eine mit Silis steht und aufgespritzten Booty, dass der da sagt, die ist kurvig und weiblich und nicht zu so einem Körper, der halt wirklich natürlich so ist. Hut ab. Angepisst so. Warum, hä? Was heißt angepisst? Warum? Hä, warum denn, hä? Erzähl. Ja, ich dachte, es ist ja okay, wenn jemand beweisen möchte, dass er mit so einer ist. Ey, das wollte ich dich fragen. Ich habe das nicht verstanden mit Carina. Wie, die hat den heute Nacht einen runtergeholt? Wie, die hat den heute Nacht einen runtergeholt? Das fragt die? Okay. Okay, gucken wir mal, wie das sich das hier entwickelt. Na, die hat den Mädchen nach dann runtergeholt, ne? Ja, aber die haben doch... Hä? Verarscht Torvin anders so. Ich habe mich auf ihn jetzt eingelassen und ja, ich hoffe halt nicht, dass es ein Fehler ist und dass ich halt verletzt werde. Deswegen muss ich halt so ein bisschen noch aufpassen. Ich check Franzi überhaupt nicht. Wieso hat die sich erstens auf Calvin eingelassen? Was ist das überhaupt schon für eine Entscheidung, die sie da getroffen hat? Und zweitens, mit Carina ist doch die ganze Zeit was. Schon vor Franzi. Wieso? Nee, ich lasse mich jetzt auf den Calvin ein. Okay. Ja, ganz ehrlich. War ich halt mal wieder so zu naiv, ne? Aber ich glaube, er sieht das halt auch nicht so ernst. Glaube ich auch. Ja, habe ich jetzt gemerkt, ne? Ja. Und du machst schon jemanden, der es wirklich auch ernst meint. Ich meine, so sieht's aus. So sieht's aus. Ich glaube, da bist du bei Calvin erstmal falsche Adresse. Der muss ja hier erst nochmal alle Mädels ausprobieren. Das liegt in seiner Natur. Hallo. Klar, ich stehe auf dunkel, südländisch, braun gebrannt, Tattoos. Aber wie man sieht, kann auch ein Calvin mich umhauen. Ja, finde ich gut. Was ist dein Typ Mann so? Eigenständig auf jeden Fall. Oh, Selina, ich bin so froh, dass du jetzt nicht sagst, wie die aussehen sollen, sondern hier mal ein paar Charakterzüge oder was ist das? Was heißt eigenständig? Naja, er sollte sein Leben im Griff haben. Mhm. Ab wann ist er uneigenständig? Wenn er bei Mutti wohnt. Ich finde das zum Beispiel bei einem Mann nicht attraktiv, wenn er zum Beispiel arbeitslos ist, keinen Führerschein hat, noch bei Mami wohnt. Wie geil. So nichts in seinem Leben auf die Reihe bekommen hat irgendwie. Ja. Ja, das mit Mami wohnen, das ist ja so ein Ding bei dir zum Beispiel, bei Micha auch. Ihr wohnt ja beide noch daheim. Ist okay, aber ja, so. Aber da ist, guck mal, ich wohne jetzt nicht bei Mama so, ich wohne ja mit Mama eher so, ne? Das ist eine WG, Fräulein, ja? Klar, meine Mutter macht alles für mich, die kocht für mich, wäscht für mich, bügelt und so. Die Scheiße muss ich alles nicht machen, so, ne? Die Scheiße muss ich alles nicht machen, ey. Und dafür will er halt eine Frau, die ist wie seine Mutter, hat er uns in Folge 1 gesagt. Die das dann alles für ihn übernimmt. Was für eine Frau denn mehr? Trotzdem, meine Mutter ist so für uns heilig, für mich und meinen Bruder so. Und
Wir haben halt einfach auch, wir passen einfach immer auf unsere Mutter auf. So. Uns ist es am liebsten so, dass immer irgendwer da ist. Und ja, aber das finde ich super. Ich finde es süß. Ich muss auch ein bisschen so nach meiner Mutter mal gucken. Da sind nämlich ein paar Sachen so immer gewesen die letzten Jahre. Deswegen haben wir, mein Bruder und ich, immer auf unsere Mutter aufgepasst, weißt du? Willst du es erzählen? Ja, Trennung von meinem Vater und so halt, ne? Ach so. Ja, ja, klar. Und das, die waren halt, keine Ahnung, zusammen, seitdem ich denken kann, so, ne? Ach, süß. Ich bin eine Fahne. Für seine Eltern da zu sein, ist eine tolle Sache, finde ich. Ja. Was ist denn so dein Mein Typ Frau? Ja. Ah, die Selina, die ist so vom Charakter her so, ich glaube, sie ist ein bisschen anders als die Frauen, die ich normalerweise kennenlerne. So, ich lerne normalerweise so Tussen kennen, ne, Tussis. Manchmal einfach wie ein Elefant im Porzellanladen. Ich leg mehr Wert auf Arsch als auf Brüste. Ich leg mehr Wert auf Gehirn als auf Geld auf dem Konto. Zwar gelogen. So, das ist voll wichtig so. Bei dir ist ja beides schön, aber dein Arsch ist ja eins plus mit Sternchen, so, ne? Wow. Guck mal, wie süß. Also ich find's süß, weil ich 100 pro dachte, der steht auf Algenfettärsche. Aus dem Bauch heraus. Oh, fühl mich richtig geerdet, danke. Nein, ist doch so, ja, find ich schon. Ich find ihr Buddy zum Beispiel mega geil, unnormal geil. Ehrlich. Und schöne Augen. Mega geil, unnormal geil. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Wahnsinn. Sehr gut verstanden, wir hatten sehr viel Körperkontakt und ja, ich habe das richtig genossen. Warum lachst du so? Krass, finden sich beide anscheinend irgendwie auch ziemlich gut. Sorry ihr beiden, auch wenn ich euch gerne hier behalten möchte, aber viel Spiel, ne? Parallel, während die da auf den Dates sind, wählen die in der Villa natürlich, wer heute Abend dann in die Matchbox kommt. Ich mag das, wenn du so lachst. Warum? Ja, weil das so süß aussieht. Gucken wir mal, ob wir da auch ein bisschen Deep Talk bekommen. Stell dir mal vor, wir kommen raus. Mhm. Wie siehst du das in einer Beziehung? Wie oft muss man sich sehen? Wie oft sollte man sich treffen? Was miteinander unternehmen? Da habe ich natürlich einen Plan geschrieben, weil nicht jede Beziehung ist anders. Alle sind gleich. Mhm. Wie ist das für dich? Also ich bin schon so ein Mensch, ich brauche auch meinen Freiraum. Toll, das habe ich so gemerkt. Immer wenn ich einen Partner hatte, der mich so jeden Tag sehen wollte, das war mir dann irgendwie ein bisschen zu viel. Aber gerade so am Anfang finde ich, ist es wichtig, dass man sich noch vielleicht ein bisschen mehr so Luft zum Atmen gibt, mhm, um sich auch so an die ganze Situation zu gewöhnen. Ja. Krass, also sie will am Anfang, dass man da eher ein bisschen auf Abstand. Bin ja komplett anders. Komplett anders. Am Anfang wird sich natürlich häufig gesehen. Und danach auch. Mir schlottern die Knie so, weißt du. Und was ist so das Erste, wo du sagst, das würde ich definitiv jetzt anders machen, wenn du jetzt dich auf eine Beziehung einlässt? Ja, irgendwie nicht mehr so mich und mein Leben so komplett aufgeben. Das habe ich vorher immer gemacht. Also wenn ich jemanden dann so richtig geliebt habe, habe ich immer so dazu geneigt, mich selbst zu verändern für die Person, weil ich mich dann immer so anpassen wollte. Und ich war auch immer so sehr verbissen. Krass, finde ich schön, dass sie das so für sich herausgefunden hat in den Jahren. Sie sind zurück in der Villa. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. War nice. Ja, war sehr witzig. Na? Oh, na? Wie war? Ja, Bodypainting. Calvin und ich haben uns geküsst. Was? Aber die hat doch Herpes. Und wann ist das überhaupt passiert? Wieso haben wir es nicht mitbekommen? Da, wo alle weg waren und die Drohne geflogen ist. Weil da dachten wir sind unbeobachtet. Okay. Calvin hat die Drohne aber ganz genau gesehen. Der hat ganz genau da reingeguckt. Schön, schön, schön. Na, ich geh jetzt erstmal trinken. Wie Lukas sagt schön, 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 schön. Also nicht der. Der ist natürlich jetzt erstmal Schock. Schock, klar. Damit gerechnet habe ich halt gar nicht, weil sie gestern noch zu mir gesagt hat, dass sie den Calvin halt gar nicht attraktiv findet und dass er so ein Kumpeltyp für sie ist. Und Dinge können sich natürlich nicht verändern, wenn man gemeinsam auf ein Date geht. Deswegen habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht bei dem Date jetzt. Ja, hast du wohl. Du hast von Anfang an gesagt, die sollen keinen Spaß haben, etc. pp. Der ist schon ein bisschen heraufgeschworen, wenn man es mal so sieht. Jetzt schon wieder einen anderen Typen zu küssen, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen will ich jetzt mit ihr reden. Ja. Vor allem okay. Jetzt gerade diese Aussage. Ja, ja. Ja, ich habe gedacht, wir wären unbeobachtet. Ja, und sich dann zu küssen. Bin ich raus. Ach Mann, das sind wirklich seine Lieblingssätze, ne? Hab ich keinen Bock drauf, bin ich raus. Dann muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, hat er recht, oder? Die stacheln sich halt immer voll an, die Jungs, ne? Ja, hat er recht. Seid ihr bei Agel so dran? Nee. Wann eben?
verstehe seinen Look auch nicht. Was denkt ihr, wer der ist? Shindy? Dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Kevin und ich haben uns geküsst. Wow! Guten Freunden gibt sie gerne ein Küsschen. Celina 23. Ist so. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, du hast jetzt Kevin gerade geküsst. Ja. Stopp, Kevin hat sie doch geküsst. Warum? Weil sich das einfach so ergeben hat. Kevin dachte irgendwie, wir sind unbeobachtet, so, das kriegt keiner mit. Mhm. Ich sitze auf seinem fetten Herpes, ne? Ich find's so geil. Dann haben wir uns geküsst. Dann ist die Drohne gekommen, dann haben wir uns nochmal geküsst. Mhm. Ah, die haben sich also zweimal geküsst. Und ja. Okay, aber ab dem Punkt bin ich jetzt raus. Also, das ist mir zu blöde, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Verstehe ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Dann gucke ich mir lieber nach den anderen Mädels hier um, so. Was labert der? Guck ich mir lieber nach den anderen Mädels um, so. Der will doch jetzt ihr nur eins reindrücken, weil er verletzt ist. Und das ist, glaube ich, auch das Ding, was mich an ihm so stört. Er ist so unreif. Ich finde sein Verhalten, wie er dann mit den Sachen umgeht, so... Nee. Ja, okay, ist okay. Verstehe ich. Okay, ja, verstehe ich. Okay, alles klar. Oh, jetzt kriegt Kevin noch eine Ansage. Mach dir keinen Kopf, Digga. Kelvin, erstmal, ne? Bruder, das geht nicht um dich. Spiel doch kein falsches Spiel. Sag doch einfach, wenn du Bock hast, nur rumzuficken oder rumzuhuren. Was rumzuficken oder rumzuhuren? Er hat da nur einmal kurz Celina geküsst. Was labert der? Was labert der? Das ist cool. Mach ich auch. Kein Thema. Wie, das macht er auch? Kein Thema. Als ob, wer will den denn? Keiner, oder? Außer Celina. Deswegen habe ich da auf die Geschichte keinen Bock so. Vor allem, wenn die anderen Mädels sich auch noch anbieten und sagen, sie haben Bock auf mich. Hä? Wer bietet sich denn da an? Dann bin ich doch doof, da hinterher zu rennen. Weißt du, wie ich meine? Ja, bist schon ein bisschen doof, da hinterher zu rennen. Aber das ist ja deine eigene Entscheidung. Keiner will's. Also Celina ja auch nicht. Wenn du kein Herpes mehr hast, dann können wir ja mal irgendwann anfangen, ne? Oh Mann, er ist der Herpesmann. Tja, da verstehe ich natürlich, dass viele Frauen da auch mal ran wollen. Wer will nicht? Fragt sich da eher. Guck mal, das Gute ist, ich habe keinen Würgereflex. Ich kann ihn so rein, tief reinstecken, wie ich will. Okay. Oh, oh. Das ist genau der Talk, den der Fabio hören will. Ja, Digga, er muss einfach laufen lassen, Digga. Aber er merkt, wie doof das war. Ja. Nö. Warum war das doof? Vielleicht hat sie einfach mehr Interesse an Kelvin. Ach man, Leute. So ist das. Richtig. Nur einfach laufen lassen. Wo ich mich mit Micha geküsst habe, hat er ja auch gesagt, er distanziert sich jetzt von mir. Mhm. Und am nächsten Tag war das komplett was anderes als distanzieren. Ah, okay. Ich finde, wenn ein Mann schon seinen Mund aufmacht und sagt, hey, er nimmt Abstand, dann mach das bitte auch. Halt dein Wort. Ich will nicht, dass mein Mann hinterhergebrochen kommt. Möchte ich einfach nicht. Krass. Also, sie hat gerade gesagt, dass du ihr hinterhergekrochen bist. Warte mal, was geht hier ab? Also, Celina sagt das den Mädels. Und dann sitzt die gleiche Truppe an Mädels. Guck mal, Franzi, Anna und Gina. Jetzt bei Lukas, Luca, um das zu petzen? Oh, mies. Und Anna sagt jetzt, oh, mies. Die saß doch dabei. Ich verstehe jetzt gerade wirklich deren Film nicht. Von Gina, absolut unnötig. Ach so, sie will ja mal Luca die Banane ohne Würgereflex. Aber an die Lippen will sie doch auch nicht. Weil du gesagt hast, du möchtest dich distanzieren, hast es am nächsten Tag aber nicht getan, nachdem sie mich ja geküsst hat und du bist ihr hinterhergekrochen. Ja, du hast ein Wort nicht gehalten. Hat sie das Wort benutzt? Wortwörtlich gesagt, dass sie gesagt hat, du bist ihr hinterhergekrochen. What the fuck is going on, Alter? Ich verstehe aber Celina ein bisschen. Ich meine, das sind harte Worte, aber ich verstehe sie. Es ist einfach, du laberst, du bist so und so und du bist so ein Typ und mit dir kann man das nicht machen, aber am nächsten Tag zeigst du halt genau ja das. Genauso kannst du es mit dir machen. Ich weiß, es wird bei euch auf taube Ohren stoßen, meine Kritik an Luca. Ich weiß es. Und sie sagt, sie erwartet von einem Mann, dass er auch sein Wort hält. Warte mal, aber hat sie das gesagt? Sie hat doch gesagt, sie möchte keinen Mann, der ihr hinterherkriegt. Ich will nicht, dass mein Mann hinterhergekrochen kommt. Die hat nicht gesagt, dass Luca ihr hinterherkriegt. Okay, alles klar. Hinterhergekrochen. Das kann er gar nicht, ne? Also, nee. Er ist keiner, der hinterherkriegt. Ist er zwar. Aber das lässt er sich ganz sicher nicht sagen. Hat sie von sich aus erzählt, ne? Dass sie mit Kerl rumgemacht hat, ne? Ja, schon. Ja, das ist doch viel wert. Es ist viel wert, danke, Farrell. Ja, aber das ändert an der Tatsache nichts, dass sie hinter meinem Rücken erzählt, dass ich hier hinterher krieche. Hat sie nicht. Aber gut. Ne? Doch, weil sie es nicht hat. Die steht daneben. Die steht daneben. Und so redet der Junge. Wie alt bist du? Wann habe ich gesagt, dass du mir hinterher kriegst? Das war deine Wortwahl angeblich.
Angeblich weißt du's. Nein. Weißt du's? Nein. Weißt du es? Der hat einfach keine Chance gegen die, ne? Zu diskutieren, merkt man direkt. Das Thema ist für mich komplett gegessen. So. Ja, dann ist kannst machen, okay. Was du willst, so, und dann ist mach gut. Mach ich auch, werde ja. Ich auch. Manche Dinge sind halt leicht zu haben und dann ist gut. Wow, Alter, das mit so einer Scheiße sein, brauchst du nicht ey, kommen. Mit so einer verdammten Scheiße brauchst du nicht doch, kommen. Mann. Alter, dein Ernst? Das Ding ist halt die Aussage, jemand ist leicht zu haben. Wenn man die wertfrei sieht, dann ist Selina irgendwo leicht zu haben. Was ich aber absolut in Ordnung finde, weil es ist Are You The One. Es ist Are You The One. Genauso sollte jeder da das Spiel spielen, wenn er dann möchte. Außer halt, du bist wie Franzi zum Beispiel gar nicht so ein Typ Mensch. Aber sie ist ja anscheinend so ein Typ Mensch. Wie Luca das aber meint, ist, er will sie damit fertig machen. Er will ihr sagen, du bist eine Schlampe. Und das finde ich einfach nur ekelhaft von dem. Für mich ist das auf jeden Fall jetzt erstmal fürs Nächste gegessen so. Deswegen erstmal mit Vorsicht genießen das Ganze und gucken, was passiert. Boah, scheiße, ich kack mir die Hose, wenn ihr da in der Matchbox seid, ne? Frag mich mal. Ach so, ja, es ist jetzt ja gleich die Entscheidung, wer kommt in die Matchbox. Und die beiden sind ja BFBS. Wenn da Isabel in die Matchbox muss und wahrscheinlich das Perfect Match von Amadou ist, dann gehen die und Gina ist alleine. Ey, oh, verkauf mich. Wie verkauf mich? Die hat anscheinend absolut keinen Bock auf Amadou. Safe. Nein. Naja, klar, ich bin hier wegen der geilen Zeit. Ich bin hier, um neue Leute kennenzulernen. Wir sind jetzt erst eine Woche hier. Natürlich will ich gerne hier bleiben. Es wäre mir ein bisschen zu früh zum Ausziehen. Tja. So ist das Spiel. Und jetzt ist auch der Abend und die Matchbox. Entscheidung steht an, also Sophia ist in der Haus. Genug Talk zum Date, oder? Wollen wir wissen, wer in die Matchbox geht? Ja, ja. So, safe. Ja. Amadou und Isabel. Okay, Amadou und Isabel, Jetzt passiert etwas, was es bei Are You The One bisher noch nie gab. Ah, die hat jetzt so eine Box und da sind jetzt ganz viele Beträge drin und es wird ein Betrag gezogen. Und das ist dann die Summe, die im Raum steht. Also sie können die Entscheidung dann verkaufen für dieses Geld. Bitte nicht Franzi, bitte nicht Franzi. Handjob. Handjob. Carina, weil es so schön war. Komm, mach mal nochmal. Vielleicht habe ich ja Magic Fingers. Drin, hast, ne? Vielleicht hast du ja Magic Fingers. Ey, komm, 200.000. Zwei Stück oder eine? Eine. Okay. Also so oder so, also verkaufen wir jetzt ziemlich stumm. Wie viel? 15.000. Nee, 15.000. Ah! Gar nichts. Verkaufen. Kevin, rechne doch erstmal. Hallo. 10 mal 15.000 auf 20 Menschen, was ist das? Das nicht. Das ist nichts, da hat sie recht. Gina! Ha. Was machen wir denn? Nicht verkaufen. Oh Gott, Gina muss jetzt entscheiden, ob die verkaufen oder nicht verkaufen. Ja. 15.000. Überlegt. Drei. So. Also. Nein. Ja, das war's heute mit dieser Folge. Wir gucken rein, wie es weitergeht. Sei ehrlich zu mir. Ich will mich auf keine festlegen. Kommt neuer Typ, ja, ne? Boah, das geht gar nicht. Du hast dich dazu entschieden, die Villa zu verlassen. Damit nimmst du natürlich auch in Kauf, dass dein Perfect Match die Villa auch verlassen muss. Scheiße. Das ist echt scheiße. Okay, das sieht wild aus nächste Woche. Es werden uns auf jeden Fall anscheinend Leute verlassen. Was denkt ihr, wer? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Süße Mäuse, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, haut rein. Nämlich Picasso.